und wo im Herbstwald leben soll. Und ich glaube, ihr Name war tatsächlich... Sag mal, gehst du etwa? Entschuldigung, red weiter. Du wirkst etwas desinteressiert. Ja, na gut. Mal sehen. Orakel, Herbstwald. Ach ja, und ihr Name war Shana. Und das war schon die ganze Geschichte. Im Groben. Hat es dir weitergeholfen? Geht so. Weißt du was? Ja, ich wirke, aber manch... Sag mal, Opa, du hast... so viel wie... Weißt du... Ja, ich... Aber... Bis spät. Kopf hoch, Ben. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf? So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Gibt es etwas? Habe ich es dir nicht schon? Am besten, du probst als nächstes oder du guckst dich in der... Vielleicht findest du jemanden... Dann mache ich lieber das. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein... Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu... Lass Bruno im Gegensatz zu... Das würde auch keinen großen Unterschied mehr machen. Thank you.
Ich könnte Opa niemals wehtun. Er nimmt einfach zu viele von diesen... Nein, ich hasse ihn zwar, aber so sehr nun doch wieder nicht. Das Licht fällt genau auf die Kandas zu. Jetzt scheint das Licht einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Was soll ich damit nochmal machen? Bist du so blöd, oder? Du sollst unseren Herrschaftsbereich... Indem du die Welt in Stein... Oder zumindest einen Du hast immerhin nur eine knapp bemessene Menge von unserem Steinpulver. Du musst das Ziel für diesen Anschlag mit Bedacht... Und was ist ein Ein politischer Führer. Ein Herrschaftssymbol der Weichhäuter. Ein großer Hut. Ein Hut? Hast du sie noch alle? Aber ein Hut ist ein Herrschaftssymbol. Habt ihr es bald? Na gut. Dann meinetwegen auch einen Hut. Aber es muss ein großer Hut sein. Was auch immer. Niemals. Er ist ja jetzt bereits ein... Ich glaube nicht, dass Ralf und Ingo damit... Ich glaube nicht... Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktiv... Es ist scharf, aber so scharf nun auch... Die Steinmütze N sollte mir dankbar sein. Ob da wohl auch Stein... Was ist mir denn da schon wieder... Der Kompass, wo das Leben so... Das Stein... Nicht nötig, meine Situation... Ich sollte noch... Die sollte ich... Die brauche ich noch... Wenn ob... Was? Hast du dafür etwa unser Steinpulver verschwendet? Wofür? Wofür denn bloß? Für eine Clownsmütze. Eine ordinäre, alberne Clownsmütze. Oh, ist es so eine mit Bommeln obendran? Das tut doch jetzt nicht zur Sache. Er hat unseren Plan zunichte gemacht. Jetzt müssen wir noch einmal ganz von vorne beginnen. Oh je. Es hat mich allein 15 Jahre gekostet, das Fläschchen zu verkorken.
Was hast du denn da? Ist das etwa meine Ersatzmütze? Wie kommst du denn darauf? Diese hier ist doch aus Stein. Auch wieder wahr. Spiel da trotzdem nicht mit rum. Die gehört bestimmt irgendwo zu. Jetzt ist sie zu schwer, um sie zurück an die Leine zu hängen. Ich glaube nicht, dass ich sie auf diese Weise wieder aufgeweicht bekomme. Eine gute Clownsmütze muss zwar fest sein, aber du solltest beim nächsten Mal trotzdem weniger Stärke zum Waschen nehmen. Lass Bruno im Gegensatz... Damit kriege ich das Haar. Ich würde mir nur die ganze... Ich bräuchte eine Art Gefäß. Das ist zu groß, um in das Loch zu... Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem... Das habe ich oft genug... Ich werde meine Probleme... Das habe ich oft genug... Ich werde meine Probleme... Das habe ich oft genug... Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Aus diesen Pilzen könnte man sicher qualitativ hochwertige Stink... Und das heißt, wenn darf nie... Aus diesen Pilz und das heißt... vielleicht bekomme ich den Flüsterstein auf diese Weise wieder aus ihm heraus. Jetzt tu mal nicht so. Das hättest du dir selbst zuzuschreiben. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als... Ja, Spot, der Weg ist verspassolz. Wahrscheinlich müssen... Was? Ich blicke nur etwas tiefer. Spot ist gut im Pilze. Dummerweise frisst er sie immer... Ich habe auch ein Netz. Und auf die Größe kommt es auch nicht immer. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass... Mal sehen. Nein, das Netz ist zu schwach. Auf diese Weise komme ich. Mal sehen. Nein, das Netz. Auf diese Weise. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht. Mal sehen. Nein, das Netz. Auf diese Weise komme ich. Thank you.
Jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier. Da steht, die Farben kommen zurück in die Welt. Hm? Mich. Oh, das war wohl ich. Er soll näher treten. Ich sehe nur ein Kind in einem Clownskostüm. Ich bin Schausteller. Der Schausteller hat sich verlaufen. Mein Name ist Sedgwick und ich habe mich nicht verlaufen. Ich suche nach Shana. Ich bin Shana. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Denken kann er also auch. Und trotzdem ist er hier, wo er nicht hingehört. Er darf vorerst sprechen. Was will er von Shana? Wer schickt ihn? Ein Chaski namens Bobby schickt mich. Der Clown redet Unsinn. Die Wege der Chaski sind gefährlich. Kein Chaski wäre so verantwortungslos, ein unnützes Kind für seine Sache einzuspannen. Vielleicht bin ich ja nicht ganz so unnütz, wie ich aussehe. Er zweifelt an seiner eigenen Rede. Für wie nützlich hält er sich denn? Naja, es stimmt schon, dass ich häufig Dinge fallen lasse. Ich bin auch nicht so stark und sportlich wie mein Bruder. Genau genommen gibt es nichts, was er nicht besser könnte, aber... Das reicht. Ich habe genug gehört. Wenn es diesen Chaski tatsächlich gibt, möchte ich persönlich mit ihm reden. Warum kommt er nicht selbst, sondern schickt ein unnützes Kind? Er wurde von den Askil überfallen. Die Askil sind noch nie bis in den Herbstwald vorgedrungen. Steht es denn wirklich schon so schlecht um diese Welt? Das ist tatsächlich beunruhigende Kunde. Und nun? Kannst du ihm nicht irgendwie helfen? Wenn er tatsächlich ein Chaski ist... Dann kann er sich selbst helfen. Er hat mir erzählt, dass du Träume deutest. Der Chaski hat ihm eine wichtige Information vorenthalten. Shana deutet Träume für wichtige Personen, nicht für Clowns. Aber meine Träume haben etwas zu bedeuten. Es ist nicht an ihm, das zu entscheiden. Na gut, dann sag du mir doch einfach, ob sie etwas zu bedeuten haben oder nicht. Ich meine, du bist doch die Expertin. Ich bin ein Orakel. Ich sehe Dinge, bevor sie passiert sind. Dass ich einen Clown tröste, der schlecht geschlafen hat, sehe ich nicht. Ich bin nicht als Clown hier. Ich helfe Bobby bei seiner Mission. Er hat mir sogar den Flüsterstein anvertraut. Was sagt er da? Der Flüsterstein ist hier im Herbstwald? Er soll ihn zeigen. Nun, ich habe ihn nicht direkt parat. Unglückseliger Tollpatsch! Der Flüsterstein ist ein äußerst wichtiges und mächtiges Objekt. Er muss auf der Stelle zurück zum Palast gebracht werden. Was passiert denn, wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? Der Flüsterstein ist ein mächtiges Objekt. Das sagtest du bereits. Solange der Stein nicht an seinem Platz im königlichen Palast ist, ist das Gleichgewicht der Welt außer Kraft. Diese Welt wird zugrunde gehen. Wie in meinem Traum. Der Clown hat vom Ende der Welt geträumt? Yep. Dann war es kein Traum, sondern eine Vision. Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Nur sehr wenige Menschen können das Ende im Traum sehen. Ich muss mehr darüber wissen. Ich spüre, dass sich in diesem Traum eine mächtige Prophezeiung verbirgt. Dann wirst du mir also sagen, was er zu bedeuten hat, ja? Ja, aber es wird ihm nicht gefallen. Ist das schon Teil der Prophezeiung? Mit übernatürlichen Kräften herumzuspielen ist keine Zirkusnummer. Er wird Dinge hören, die nie für menschliche Ohren bestimmt waren. Ich höre jede Nacht Bens Schnarchen. Mich kann nichts mehr schocken. Der Clown glaubt, ihn könne nichts mehr erschüttern. Er ist ein Narr. Was hat mich verraten? Die Bommeln. Er nimmt es nicht ernst. Es könnte ein Fehler sein, ihm sein Schicksal zu offenbaren. Nein, ich bin ja schon ganz ruhig. Es tut mir leid. Ich bin nur aufgeregt. Bitte rede weiter. Also gut.
Er soll mir seinen Traum in allen Einzelheiten berichten. Naja, da ist erst einmal diese Felsenlandschaft. Alles ist zerstört. Ich laufe so schnell ich kann, denn die Felsen geben unter meinen Füßen nach. Da bemerke ich plötzlich ein blaues Licht und... Hallo? Chana? Chana, du wirkst plötzlich etwas, ich weiß auch nicht, verkrampft. Das ist nicht übel, irgendwie schräg, aber... Okay, genug davon. Es wird jetzt schon ein wenig unheimlich. Chana, wäre es vielleicht möglich, dass... Sethvik! Diese Welt ist im Untergange begriffen. Wie die Welt aus deinem Traum wird auch sie verfallen. Du, Sethvik, hast das Schicksal dieser Welt in deinen Händen. Okay. Und du wirst derjenige sein, der diese Welt zugrunde richtet. Was? Es ist dein Schicksal, diese Welt zu zerstören. Was? Nein, nein, stopp! Chana, nein! Du musst dich irren. Hey, du warst noch nicht fertig. Ich soll die Welt doch bestimmt, retten. Oder wie? Das war eine mächtige Vision. Was habe ich erzählt, als ich in Trance war? Ja, das sollten wir noch mal besprechen. Vielleicht später? Der Clown muss mir erzählen, was ich ihm prophezeit habe. Ja, ist ja schon gut. Irgendwann muss es wohl raus. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Ja? Du hast mir gesagt... ist das schwer. Es kommt mir einfach nicht über die Lippen. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt... Was hat der Clown? Was will er mir sagen? Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten. Ach, ja? Ja, die Welt retten. Das waren deine Worte. Aber ich weiß nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Nun, er ist im Besitz des Flüstersteins? Ja, irgendwie schon. Dann ist die Aufgabe klar. Der Flüsterstein muss nach Corona gebracht werden, zum Schloss des Königs. Okay. Und dann wird die Welt gerettet und nicht zerstört, richtig? Ja. Wie in der Prophezeiung. Wie komme ich denn nach Corona? Das ist doch garantiert ewig weit weg und ich weiß nicht einmal, in welche Richtung ich muss. Ja. Der Clown wird Hilfe brauchen. Er darf keine Zeit verlieren. Die einzige Möglichkeit ist, Kalida zu finden. Kalida wird ihn nach Corona bringen. Kalida? Wer ist das? Noch ein Orakel? Ich hoffe, sie ist nicht genauso schwer zu finden. Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Auf der Insel? Wie soll ich denn da hinkommen? Es ist niemals einfach, sein Schicksal zu erfüllen. Hast du dich schon mal geirrt? Noch nie. Die Prophezeiungen bewahrheiten sich immer, aber nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hat. Es gibt also einen gewissen Interpretationsspielraum? Worauf will der Clown hinaus? Ach, nichts. Kannst du nicht den Stein nach Corona bringen? Ich meine, das ist ja wohl kaum eine Aufgabe für einen Clown, oder? Die Verantwortung ist groß, aber die Prophezeiung irrt nicht. Was habe ich bloß angerichtet? Alles geschieht nach einem Plan. Sorgen sind unnötig. Am Ende wird der Clown die Welt retten, wie es ihm prophezeit wurde. Ja, das macht Mut. Wo finde ich Kalida noch gleich? Kalida wohnt... Ach ja, wo finde ich Kalida... Kalida wohnt... Ach ja. Wie komme ich... Ich kann dem Clown auf seinem Weg nicht helfen. Aber er ist der Junge aus der Prophezeiung. Er wird ein Licht finden, das ihn leitet. Ein Licht? Was für ein Licht denn? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Mhm. Ich glaube, ich... Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Hallo, ihr zwei. Ingo, du kennst mich ja. Ich war bei Chana. Und?
Was sagt sie? Hat sie noch das Moos, das sie sich von mir ausgeliehen hat? Ach, das tut doch jetzt nicht zur Sache. Sie wird ihm doch sicherlich etwas prophezeit haben. Ach, eigentlich nicht. Kaum der Rede wert. Umso besser. Die Probleme der Beinwesen interessieren uns sowieso nicht. Richtig, Ralf? Ausnahmsweise richtig, Ingo. Wisst ihr, wie ich zur Insel komme? Zur Insel? Das fragst du einen Stein? Ach, die Insel. Ich war nicht einmal auf der anderen Straßenseite. Ihr Beinwesen mit euren Luxusproblemen. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Halt den Rand, Ingo. Wir sind Steine. Wir müssen nirgendwo hin. Aber ich will die Welt sehen, Ralf. Die Welt dich aber nicht. Bis später. Wir sind Steine. Nanu, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Kreatur? Wo kommt sie her? Und womit spielt sie da? Ein seltsamer kleiner Kerl. Er hält dieses rote Noai-Ei fest umklammert. Er scheint ganz versessen drauf zu sein. Schon gut. Hey du, darf ich dein Ei haben? Ja? Das war wohl ein Nein. Willst du tauschen? Er scheint ganz versessen. Willst du tauschen? Guck mal, Spot, ein neuer Spielkamerad für dich. Wie drollig. Oh je, das sind doch, diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißen sie noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter.